So, und damit einen herzlichen, wunderschönen guten Morgen hier auf Bumbum TV natürlich. Das Spiel ist direkt live. Muss gleich noch ein paar Takte sagen. Ich hoffe, man hört mich. Alles andere ist gerade egal. So, Friberg kann schon mal hier das Opening setzen in der Halle. Lemmedogs sind in der Halle drin. Kriegen hier auch die Frags. Bombe ist geplantet. Sieht ganz gut aus für Lemmedogs. Hier auf Nuke VE. Haben auch gute Posis, zwar im Vorraum. Und dort kommt niemand. Aber die Pistol scheint hier sogar an die Underdogs zu gehen. Da ist es nur noch Forrest am Cat. Boah. Schade, dass da nicht der direkte Refrag kommt. Forrest hat kein Kit. Und dort jetzt hat das Kit gepickt. Spitfire. Boah, schöne Runde von Spitfire. So, damit nochmal einen guten Morgen hier. So, ganz kurzes Feedback. Hört man mich? Bin ich zu laut? Ist es Voice? Ist Ingame zu leise oder sonstiges? Das würde mich primär interessieren, denn ich teste jetzt erst mal Open Broadcaster Software. Und habe keinerlei Erfahrung damit. Aber wie immer, es gibt immer ein erstes Mal. So, scheint also alles gut zu sein. Ich hoffe, die Qualität passt. Und der Bitrate und so ist alles gleich wie immer. Ich hoffe, es gibt auch im Laufe des Tages keinerlei Probleme mit Lags oder sonstigem. So, warum bin ich on air? Denn steht natürlich schon wieder das nächste Event auf dem Programm. Die Tor Open laufen gerade. Gestern wurden die Gruppenphasen gespielt. 8 Teams insgesamt sind in Schweden versammelt gewesen, ja, mittlerweile nun. Und spielen um eine Menge Asche. Alles skandinavische Teams auf jeden Fall. Hat leider kein anderes Team geschafft, sich zu qualifizieren. Oder ich weiß gar nicht, ob es für Skandis also nur für die geöffnet war. Aber ist ja auch egal. Gestern hatte ich auf jeden Fall keine Zeit, schrägstrich keine Lust, schrägstrich wollte selbst EPS gucken. Habt ihr hoffentlich auch alle mal ein schönes Event eigentlich. Tja, und heute die Playoffs nehme ich natürlich noch mit. Mit Nip. Und Lemmedogs. Im anderen Halbfinale spielen Curse, also die ehemaligen Hawks, gegen Anexis, die ja jetzt mit Kolon spielen, zumindest dieses Event. Nach dem Event entscheiden sie dann, glaube ich, ob sie ihn endgültig verpflichten oder nicht. Ich würde das andere Match auch sehr gern sehen. Leider finden die halt gleichzeitig statt. Und ja, habe auch gerade keinen Überblick. Ich habe fest mit Delay gerechnet und scheinbar ist das aber das pünktlichste Event überhaupt. Ja, denn so lange bin ich noch gar nicht wach. So, Lemmedogs haben auf jeden Fall auch lange gebraucht, um hier die zweite Runde zu sichern. Schade, dass wir oben keine Flaggen haben. Bin ein kleiner Flaggenfetischist. So, ich hatte sogar so wenig Zeit, dass ich hier noch nicht mal die Comments auf habe, auf den diversen Szene-Seiten. Oh, da nippt hier noch eine E-Quad. Habe ich dazu noch Zeit? Wenn ich leise. Achso, das ist ein alter Comment. Ja, trotzdem, falls jemand noch meint, dass ich leise bin, das liegt wahrscheinlich am Twitch-Bug. Einfach mal am Soundregler umstellen, zur Not auch mal die Quali kurz runter, wieder hoch. Dann sollte das Ganze passen. So, was müsste ich da eben lesen? Maus, eventuell nicht nach Kiew.
ist leider nichts. So, auf geht's in die erste Equipped Round. Ja, seht's hoffentlich auch. Auch das Overlay hat ein Update erfahren. Vom guten Spattel natürlich. Die Granaten sind jetzt farbig, um sie besser auf den ersten Blick zu erkennen. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich find's ziemlich hilfreich. Die Farben sollten recht offensichtlich sein. Also rot ist eine HE natürlich. Dann die weißen sind eine Flash und grüne Smoke. Der Molly ist glaube ich schwarz. Die Incendiary ist sieht auch noch ein bisschen anders aus, aber sollte man erkennen. Die Decoy hat auch so ein diese Striche da drumherum. Keine Ahnung, so erkennt man auf jeden Fall besser, denke ich. Und vor allen Dingen mit dem ersten Blick, darauf kommt es ja an, weil ich finde, die Granatensymbole sind jetzt nicht so groß, dass man sie sofort erkennt. Man kann zwar mit dem ersten Blick sagen, wie viele Granaten noch jemand hat, aber jetzt nicht unbedingt welche. Und das erleichtert mir das Casten und das erleichtert euch vielleicht das Zuschauen oder gibt es euch mit weniger Blicken mehr Informationen. So, Lemmetox in 2 gegen 2 Situation und get right. Ach, findet das 1 gegen 1 gegen Spitfire. 4:0 gegen Lemmetox. Schöner Start für sie, auch wenn sie 4 Mann verloren haben. In der ersten Equipped Round, aber das dürfte ihnen herzlich egal sein. 4 Runden gegen Nip. Schon mal nicht schlecht. Und, warte, wir hatten das gestern gesagt. Irgendein Dene im Interview von der Nexus, glaube ich. Oder war es Natu? Weiß nicht, irgendein Video-Interview hat er gemeint, Nip tut sich schwer gegen lokale Teams, also gegen schwedische einheimische Teams. Ich finde es eine Flash von Exist Halle rauszugeben. Da fliegt sie, da explodiert sie. Freeberg und Fifflan sind rumgezogen. Kriegen auch 2 Frags, nimmt sogar in der Überzahl. Oh, geht weiter nur neben die Rampe und dort soll es auch hingehen. Schauen wir, was Spitfire da machen kann. Oh, geht weiter spielt so gut. Da geht's da runter. Spielt's ja ganz safe. Und Cat wäre mal wie immer frei und offen. Mit Getway da unten rechnen. Jetzt hat er geschossen. Weitere Unterzahl für Nip, für Spitfire aus dem Team Lemmetox. Jetzt geht er auch Cat hoch, aber Nip hat so viel HP. Hat sogar noch ein bisschen Equipment. Oh, Berg mit einem krassen Headshot. Und der Typ ist übrigens erst 16 Jahre. Also umso beeindruckender eigentlich. Oh, der liegt direkt an. Nice. Rettet hier somit die Equipped Round für seine Mates für Lemmetox. Die Zitronenhunde. So, jetzt muss Nip mal hier eine Schippe rauflegen. Wäre natürlich krass, wenn sie verlieren sollten heute. Oder überhaupt mal eine Map abgeben. Darauf muss man ja immer noch warten. So, machen jetzt aber richtig Druck im Vorraum und das geht auf. Zumindest bisher. Ja, da war es nur noch Twist gegen 3. Schönes Aiming. Schade, ich hätte auch fast noch bekommen. Verwirrst überlebt er mit 12 HP. Ah, 3 Waffen geholt. Da sieht man, Snip hat nicht so viel Geld, müssen sich legen. Von daher ist es fast egal, dass Lemmetox. Ui, sie haben selbst nicht viel Geld. Krass. Das ist übel. Fürst 5-0, verlierst eine Runde als T vor allem. Muss direkt in die Spar gehen. Ah gut, ist natürlich auch den guten die guten Ekos für Nip geschuldet. Jetzt gerade eben vor allen Dingen das 1 gegen 2, was Berg gewinnen konnte. Der Eko mit vielleicht in die Halle. Und leider nicht den First Take und noch nach Berg über außen. Da war auch schon wieder noch die AI ins Gesicht. So, 2:0 Nip. Ja. 2:5 meine ich natürlich.
hier geht's schnell Halle. Sorry, dass ich hier nicht ganz auf der Höhe bin. Wieder eine knappe Situation. Also Lemon Dogs spielt hier schon bisher ganz gut auf, muss man sagen. Haben wir jetzt wieder die Überzahl. Wussten, glaube ich, auch, wo Xist ist. Und der schiebt nochmal bei Abgang hoch zum Main. Und beide noch am Target. Und da kannst du natürlich auf dieser Map in Go richtig gut moven. Da war so viel Cover. Boah, warum Spitfire jetzt da reinfährt? Ich habe ihn wahrscheinlich immer noch Schacht vermutet. Mit 1 gegen 1 Situation. Oh Gott, wie unnötig. Oh Mann, also so eine Runde müssen sie gewinnen. Dann stand es schon 6 zu 2. Sie hätten Nip. Ich glaub, doch, sie hätten sie eigentlich broke, oder? Ja, wobei, es hätte, sie hätten vielleicht sogar noch einmal kaufen können, aber es ist scheißegal. 2 gegen 1. Xist war relativ lange weg, hatten schon viel Zeit rausgeholt. Und dann rennt er da einfach in die Main. Ah, der andere war noch nicht vorraum drin, wenn er das geschafft hätte. Also sieht die Runde natürlich auch wieder ganz anders aus. Schade drum. So, hier sehen wir die Nip-Smoke gegen Nip. Außendeck natürlich wieder Getright. Wie auch, wer auch sonst. Fahren sie außen durch, Getrad müsste die Steps hören. Ja. Boah. Also man muss sagen, Lemon Dogs drücken schon ziemlich gut um. Wieder zwei Waffen in der Eco. Also festzuhalten ist eigentlich, dass hier beide gute Ecos spielen. Auf jeden Fall wieder mit Geld. Springen die Tür auf. Flash, Smoke, Main. Nochmal Flash. Zippe mit dem ersten. Aber sie machen wieder Druck über Vorraum. Boah. Da hat Twist nicht mehr mitgerechnet, dass Getrite verändert war. Der hat normalerweise außen deckt. Diesmal lassen sie außen komplett offen. Und das Weißberg natürlich. So, Zippe geht hinterher. So, das müsste Catride seit hinter oder Cat deckt. Kann mir vor. Oh! Schöner Headshot von Berg. Und er wieder 2 gegen 2 Situation raus. Und wo ist Nip? Halle und Box. Sie boosten sie sogar nochmal Cat, aber ganz hoch wird er nicht kommen. Oh nein. Vor allem Zippe sollte die Waffe wechseln. Auch tot. Er hat die Bombe. Ah, Friberg. Ah, es macht Nip so gut. Bleiben auch relativ nah beieinander. Ich meine, er kommt Cat hoch. Ach, ganz wichtiges Duell jetzt. Er sucht den zweiten. Xist immer noch am Spot. Und er kann ihn machen. Und Friberg ist low. Wenn er jetzt hinter Cat legt, das sollte er schaffen. Oh, die HE. Na gut, er hat 100 HP. Tut aber trotzdem weh und Zype. Zwar kein Headshot, aber er gewinnt. Sehr schön. 6 zu 4. Aber man sieht, Fifflan hatte 12k. Er kann auf jeden Fall zwei Waffen legen. Was er Nip nochmal eine Kaufrunde beschert. Nochmal mit dem Standardaufbau. Keiner auf dem Dach. Berg nur defensiv außen. Ja, doch. Ist natürlich aus 1-6 immer ein bisschen ungewöhnlich, die Kante links zu haben. So, wir flanen im Schacht. Oh, da muss ich mich gerade an jemanden erinnern, der meint, die Flashes ins, übers Dach sind imbar. Man kann natürlich auch einfach im Schacht stehen und dann hochgasen. Also man kann auf jeden Fall alles irgendwie ausspielen. Es gibt meiner Meinung nach gerade nichts, was irgendwie cooler ist.
Oh, Alter, was ist das, der da noch einen Headshot macht? Boah, aber Gerdwald rastet mal wieder aus. Stellt hier unter Beweis, dass er zurzeit der beste Großspieler der Welt ist. Nur noch Spitfire. Hat aber gutes Pre-Aim. Oh, schade. Was ein Pech. Der move der gerade nach links und dann zieht Gerdwald rum. Ekelhaft, dieser Typ. Oh Mann, die bitter. Trotzdem gefällt mir Lemon Dogs schon ziemlich gut. Wie gesagt, aimstark sind sie auf jeden Fall. Und die hatte ja bis zur DreamHack niemand auf dem Schirm. Ich weiß auch gerade gar nicht. Oh, haben wir hier eine Pause oder was? Sieht ganz danach aus. Internet ist hoffentlich noch da. Also ich bin noch live. Gut, dann nutze ich halt einfach mal die Pause. Gib mir mal kurz Feedback. Merkt ihr, dass das Bild irgendwie anders ist? Merkt man das, dass es eine andere Software ist? Das würde mich mal interessieren. Dann natürlich auch eure Meinung zu dem neuen GUI, also neuen HUD quasi. Mit den farbigen Granaten, ob ihr das gut findet oder ob es ein farblicher Overkill ist. Aber ich muss sagen, das Programm läuft extrem gut. Dafür, dass ich das Spiel hier direkt abgreife, was das Programm zum Glück also mitbringt, was ich ziemlich geil finde, läuft das Spiel extrem flüssig. Oh, das freut mich, dass das Bild wieder immer super ist. Ich hatte es mal getestet und da fand ich es irgendwie schlecht. Mit derselben Bitrate. Ich weiß nicht, ob ich einfach besoffen war an dem Tag oder... Keine Ahnung, eben auf dem Notebook ganz kurz auch mal geguckt. Da sah es eigentlich nicht schlecht aus. Weniger Minilags, das ist doch, hört sich da alles sehr gut an. Somit schon mal der Vorabtest hier bestanden. Und das Programm ist, auch wenn es in der Alpha ist, schon, muss man sagen, einen Ticken weiter als FFSplit. Einfach bloß diesen Fenstermanager, der hier tadellos funktioniert. Dann kann ich hier direkt das Spiel abgreifen, wie man es aus XSplit vielleicht kennt, mit GameSource. Ah, es ist schon beachtlich, was das Programm hier im Alpha-Status schon alles bereitstellt. So, nebenbei schaue ich noch mal kurz an Nexus Curse. Da gibt es noch keine erste Map. Scheinbar ist es da noch nicht losgegangen. Bei Nip Lemon Dogs stehen auch nicht alle Maps drin. Mengsten fragt, mit was ich jetzt streame, und zwar mit Open Broadcaster Software. obsproject.com. So, was ist jetzt los? Oh, nicht, dass sie wieder alle gecrashed sind. Ich weiß nicht, wer das Interview mit NATO gesehen hat oder gestern das Spiel gegen... Schieß mich tot. Auf jeden Fall Curse gegen irgendjemanden. Da sind die Curse-Spiele, die Finn, irgendwie fünfmal oder so, es ist da einer abgekackt. Also da gab es irgendwelche Treiberprobleme, denn die vom Rechnern ist irgendwie schon minus 8. Und da gab es irgendwie Treiberprobleme, was ja zu diversen Abstürzen geführt hat. Das hat er natürlich richtig angepisst und aber auch deswegen das ihr Auftaktmatch, glaube ich, sogar verloren. So, dementsprechend hoffe ich nicht, dass es jetzt hier irgendwie zu Drops gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir einige mit Skateboard unterwegs. Drei Stück an der Zahl sogar. Haben sich mal kurz von Roman ausgeliehen. So, Gadget mit einem 1-6-Move, kann man schon was sagen. Außen Smoke geht vor, hört auch die Steps. Er ist so krass, der in der Smoke drin.
Da im Eck steht der Doktor sogar. So, mal schauen, wie viel er machen kann. Den ersten, zwei. Ah, doch, zwei hat er bekommen. Xist hilft aber schon. So, mit Fiflan. Haben wir immerhin eine Waffe erbeutet. Schade, Xist macht dabei. Und da holt sich tatsächlich Nip nochmal die Führung. Es ist irgendwie unfassbar. Nip liegt 4-0 hinten. Und schaffen es irgendwie immer noch, dann wieder die Führung zu erlangen. Aber das wird alles wahrscheinlich auf diese eine 1 gegen 2 Situation hinauslaufen. Wenn Lemondox die gewinnt, gewinnen sie womöglich auch die Halbzeit. Und ich würde echt mal gern ein Team sehen, was solche Key Rounds gewinnt gegen Nip. Opening. Get right von hinten. Und den hat noch keiner auf dem Schirm. Doch einer zieht Würmchen. Ja, doch, zieht Würmchen. Gab es anscheinend die Ansage oder hätte ich Steps gehört? Get right spielt es aber gut. Er wartet richtig lang. Guck mal, wo er ist. Er ist sogar im LKW fast. Das als CT. So, jetzt schiebt Zyper weg. Es ist macht auch richtig viel Druck. Lenkt da ab. Get right. Oh, ekelhafte Go to VLX. Nur noch Zeit und Get Right. Das ist so krass perfekt gespielt. Wahnsinn. Aber auch das Teamplay von Xist dort, dass er ablenkt. Richtig gut kommuniziert von Nip. So, nochmal der Standard-Go, die Smoke. Die Smoke für den Cat. Oh, die bleibt sogar liegen. Kennt sie von ESC anders. Aus der Perspektive. Oh, aber da werden sie zusammengeschossen. Schade. Aber irgendwie gab es noch wenig Flashes, aber ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ob sie noch Equipment hatten. Schade, schade, schade für Lemondox. Ja, genau. Hier werde ich sogar korrigiert. 5-0 lag Nip sogar hinten. Und dann holt Lemondox nur noch eine Runde. Es ist... Ach. Einmal Nip verlieren sehen. Einmal. Trotzdem hat man das Gefühl, da sieht man es übrigens gerade bei Freeberg, die Decoy in der HP-Bar. Wird sie da als Fake-Flash wohl werfen? Oder er hat sie einfach zum Spaß dabei, weil kostet ja nur 50. Kann man sich ja leisten. So, dafür wirft die erste. Alle geflasht. Ist aber ein Fake, so wie es ausschaut. Geht Rampe. Forest an der Front. So, schieben runter. Da steht schon Spitfire. Im Schacht sehe ich noch Kadocht. Zeit jetzt. Deckt aber hinten er. Spitfire wird der auf die ersten treffen. Boah, schön gemoved von Nip. Und Spitfire hat keine Munition mehr. Zeit aus dem Schacht. Boah. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nip teilt einfach nur Gesicht aus. Schade, dass Spitfire da unten keinen gemacht hat. Und Zippy gegen 3, aber. Die Tee ist ja so. Was? Was? Hat er ihn gesehen? Oder ihm einfach durch die Tür gegeben? Die Tür war doch eigentlich zu. Naja, nette Pistol von Nip. Und da führen sie schon tatsächlich 10 zu 6. Nach so einem desaströsen Start. Und sie lassen sich davon natürlich auch nie beeindrucken, wenn sie mal zurückliegen. Nicht so wie andere Teams, die dann vielleicht ein bisschen das Zittern bekommen und sich dann so reinsteigern und zunehmend nichts mehr hitten und dann... Ah, das ist einfach so ein Teufelskreis. Ich glaube, Gadget hat nach außen gedeckt. Da
Kommt Zypern jetzt nochmal? Ne, ist an der Main. So geht Rampe. Nip macht das so gut. Sie decken so gut ab. So gute Laufwege. Dass da wirklich nichts anbrennt gegen die Eco. Boah! Zypern nochmal mit zwei schönen Headshots. Mit USP wollte ich gerade sagen. Mit P2000. Gleichen Aufbau. Diesmal Forest auf dem Dach. Oh, diese Lags, die nerven irgendwie so unfassbar. Oh, ich glaube, dagegen kann man nichts machen. Ich bin mir nicht sicher. Wie schön wäre es doch, Spielgefühl auf dem GoTV so zu haben, wie wenn man selbst spielt, oder annähernd so zu haben, das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ich meine, in 1.6 hat man sich irgendwann damit abgefunden. Ah, es wäre schon dufte, wenn das in Go anders wäre. 12.6. Lemmedogs aber auf der Vorteilsseite. Außen. Trifft auf Zype. Ist da noch hinten an der Kiste. Ist schon gut abgesmoked. Oh, ne. What the Halle. Zwei an der Rampe jetzt. Die Bombe ist über ihm. Zype hat das Duell aber auch außen verloren. Und Twist noch am Abgang. Oh. So treffen da jetzt auf. Ne, er ist oben noch. Und müsste sie da eigentlich auch hören. Schön Headshot von Twist. Gerade ein bisschen aufgesplittet. Boah, krasses. Krassen Damage, den Nexus, der glaube ich gefangen hat durch die Wand. Aber sie haben schon so viel gefangen. Menge gesmoked, haben sie keine Chance irgendwie nur annähernd in die Halle zu kommen. Das wird die nächste Runde für Nip sehen, werden. Spitfire kann froh sein, wenn noch seine. Spitfire kann froh sein, wenn er noch seine Arme mit. Durchbringt durch die Runde. Boah, zumal da jetzt schon ein T ist. So, hinter ihm muss er aufpassen. Twist kann das nicht ansagen. Ja, keine Chance. Also, Twist kriegt zwar noch die AK mit. Man fragt dich, ob sie kaufen. Ich glaub's nicht. 3K ist jetzt nicht so viel. Ich hab die Rate auf 16. Das Komische ist. Na, vielleicht mal. Krass, die drücken extrem gut. Main werde ich selbst ge. Oh, schöne Headshot. Und da ist Nip auf einmal in der Unterzahl, in der Anti-Eco. Beides gar. Aufgesplittet gerade. Getright spekuliert danach drauf. Ah, das machen sie auch so gut. Getright zeigt sich dort. Und Xist hofft, andersrum. Xist zeigt sich Rampe und Getright hofft darauf, dass einer Pommes reinläuft. So, was jetzt, glaube ich, gerade geschehen ist. Warte, macht Dach. Oh, schön. Getright hat er noch Equipment. Vielleicht dort für Xist. Boah, CT-Schacht war tatsächlich blind. Und Berg über Main. Sein Mate ist noch relativ weit weg. Boah, die kracht die Smoke auch so unglaublich gut. Twist ist da gezwungen, über Tür zu kommen. Kriegt Headshot von Xist. Twist am Spot. Ach, schade. Wieder eine hervorragende Eco von Lemmedogs. Können sie leider nicht ummünzen und in eine Runde ummünzen.
Somit schon 14-6. Zype wieder mit Ave. Vielleicht schafft es ja diesmal einen Frag zu ziehen. Kommen diesmal sogar zwei. Boah, schön. X ist da ein bisschen zu viel rumgegangen. Das weiß er wahrscheinlich auch selbst. Wurde auch direkt bestraft. War noch Twisten mit Ave. In der Rampe. So, Get Right. Flechter wieder. Fix ist. Schön gegen Spot rumgegangen. Kann einen noch mitnehmen. Trotzdem Lemmedogs sind noch in der Überzahl. 4 gegen 2. Und noch beide mit HE. Kreide gerade unter Berg. Unter Berg. Wie unbewusst das war. Noch eine Flash, aber gegen 3. 24 Sekunden noch. Wie will da legen? Twist am Cat. Schöner Shot. Sauber. Fein, dass sie hier mal mit drei Waffen durchkommen. So, Nip hat aber auf jeden Fall nochmal Geld. Außen direkt mal geschossen. Oh, er lenkt da ab. Made ist außen am Cat. Twist liegt wieder. Boah, wie aggressiv sie da sind. Oh, er verschießt leider. Oh! Also, sie sind so krass mit Pistol. Und Spitfire auch noch ein. Wieder die Überzahl. Und Nip sammelt sich gerade wieder. Mit so einem ganz billigen Fake und gerne aber Rampe. Dort steht noch Twist mit Ave. Die Smoke ist eher gerade für von Vorteil für Nip, würde ich fast meinen. Hat er da jetzt aber schöne Timing gegen Flash. Oh nein, er verschießt er leider. Verschießt nochmal. Aber oh, wieder Headshot. Oh, Zypert und der Cat. Und ein Zyp, wenn er nicht direkt Headshot kriegt, ist die Runde eigentlich gewonnen. So, kann das jetzt safe spielen? Spitfire sollte dann mal im Schacht schieben. Oh, Zeit für die Steps. Vielleicht ein bisschen zu früh rausgezogen. Hätte vielleicht eher warten sollen, bis die Bombe gelegt wird. Und schöner Refact direkt. Oder was heißt Refact? War nicht mal nötig. Zeit hat ihn sogar noch gemacht. Aber sonst hätte ihn auch sein Mate aus dem Schacht bekommen. Achte Runde. Sogar nochmal Gecko ein bisschen sogar Gecko einlegen. Also Lemmedogs hat zumindest schon mal gute Chancen, hier auf ein zweistelliges Rundenergebnis zu kommen. Aber wenn sie jetzt weiterhin so gut aufspielen, man mit den AWPs, das klappt natürlich. Die Sache ist, Nip stellt sich natürlich auch nach und nach darauf ein, dass sie Doppel-AWP haben. Mist spielt auch weiterhin an der Rampe. Extrem aggressiv. So, da sieht man schon das erste Anti, quasi. Direkte Smoke und so. Jetzt kann der Twist schon wieder nichts mehr machen. Mich wäre jetzt auch nicht gewundert, wenn man jetzt direkt schon so ein Contact-Go-Rampe gespielt hätte. Twist wäre da auf jeden Fall tot. Wundert mich, dass man das nicht spielt. So, Nip. Extrem defensiv.
Sind dann Bang Spitfire da schon extreme Hits bekommen? Auch eher bisher selten, dass die Bangs sitzen in Go. Zumindest immer, wenn ich zuschaue. So, gibt es einen kleinen Fußhit gegen Forest. So, jetzt Rampe. Auch wenn es spät geht, klappt es auf jeden Fall. So, dann haben sie keine Chance. Nimmt mit einem guten Weg da die Rampe hoch. Jetzt vielleicht mit der Fehlentscheidung nochmal Halle zu gehen, denn da stehen noch zwei. Boah. Gatred hat der Karten nach weggedreht und da hätte der Typ im CMT-Schacht sogar die Chance gehabt, ihn zu machen. Schade, Nip aber schon mal mit dem Draw. Tja. Da braucht es nur einen ganz billigen Move. Rampe gehen, fertig, Runde gewonnen. Habe ich ein bisschen mehr erwartet von Lemon Dogs. Dass sie da auch ein bisschen variieren. Wir müssen ja selbst merken, mit AWP. Klar, es ist extrem schwer, die Rampe zu decken. Wieder einer am Außencat, Main auch. Oder? Ah ne, das täuscht immer. Mann, das ist ekelhaft. Wir sind jetzt schon wieder unten. Cool. Ey, da ist man schon im LAN. Also im Internet verstehe ich es nicht, aber kann dem zumindest noch 1% Verständnis entgegenbringen, wenn das sowas passiert. Aber im LAN ist sowas eigentlich untragbar.